Oh Gott, ey. Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Ja, im letzten Part haben wir ja dann doch mal festgestellt, am Ende, dass Eve noch lebt. Also, mehr oder weniger lebt. Eigentlich ist er ja tot, seit 3 Jahren. Aber trotzdem lebt er und komisch. Resident Evil Logik halt. Wie auch immer. Falls euch die ganze Story interessiert, gerne im letzten Part, könnt ihr euch anschauen. Ja. Wir machen jetzt an dieser Stelle weiter. By the way. Achso, ja, nee, andersrum. Unser Inventar sieht gar nicht mal so schlecht aus. Munition, Munition, Munition. Gut, ausreichend vorhanden. Außer Magnum, okay, nicht so schlimm. Da hatten wir noch nie viel Munition. Das Ding böllert ja auch ordentlich rein. Auch Medikits, 3 Stück, 2 Granaten noch, 4 Minen. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Nichtsdestotrotz werden wir die Schätze noch verkaufen, die wir noch haben. Sonstiges. Schätze, hier. Hier, guck mal, was wir da alles noch kriegen. Komplexes Herz, kristalliner Riesenstreitkolben, kristalliner Heisenberg, 70.000 Zigarre. Okay, Zigarre für 3.000 bringt jetzt nicht so viel. Egal. Wir hauen alles auf den Kopf. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Oh Mann. Genau. Denn wir brauchen die Kohle. Deine Reise nähert sich dem Upgrades. Ende. Was sagst du? Zeit für die Spendierhosen? Wahrscheinlich ist das sogar ernst gemeint, dass demnächst Schluss ist. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Wir machen jetzt erstmal noch die Waffen-Upgrades. Hier hauen wir so eine volle Möhre rein. Qualifikation ist sofort erledigt. Schrotflinte. Warte mal. Ne, wir machen mal die hier noch. Rotflinte. Und dann war es das auch schon wieder. Dann sind wir schon wieder fast pleite. Den Rest hebe ich mal noch auf. Ja, hier könnte man noch Feuerkraft reinhauen. Ja, jetzt noch ein paar kleine Worte, bevor wir weitergehen. In den Kommentaren hat mich erreicht, dass wir wahrscheinlich, zumindest bei Wichtiges haben wir so vielleicht noch, also nicht wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich, also ja, es ist so, das Labyrinth mit der Kugel hier verpasst haben. Ich werde mal noch einen älteren Safe State laden. Dann blende ich das gleich einmal ein, um zu sehen, was wir da verpasst haben. Ne, einfach nur mal reingucken, damit wir das einmal sehen. So, das nehme ich ja jetzt nur auf als Einblendung. Hier die kleine Einblendung jetzt. Wir sind jetzt in B4, so stand es auch in den Kommentaren. Neben dem Fahrstuhl wurde gesagt, ich habe jetzt schon mal geguckt, da sind wir ja lang gelaufen, von da sind wir gekommen. Warum ich diese Tür hier nicht betreten habe, ich habe keine Ahnung. Da ist auch das Labyrinth. Gucken wir uns gleich an. Hier gibt es einmal rostige Reste. Hier ist ja einmal Chemikalien. Weil wir jetzt alles nicht mehr brauchen. Aber das wird ja nicht gesaved hier. Gut, aber wir gucken uns zumindest das Labyrinth an. Da ist ein goldener Schädel drin. Wahrscheinlich wieder nichts Besonderes. Dann machen wir die Kugel da rein. Und kicken mal. Also diese Labyrinthe sind relativ einfach, muss ich sagen. Gesagt, verkackt. Ja, aber so schwer sind die jetzt nicht. Das Spiel spielt einfach nur ein bisschen mit der Physik-Engine hier rum. Das ist auch schon alles. Ist cool, ist eine coole Idee, kann man machen.
Aber sonderlich anspruchsvoll ist es jetzt nicht. Ich dachte mir gerade so, hä, wo soll sie denn jetzt runterfahren? Dann habe ich es da erst zu spät gesehen. Okay, ich gebe zu, dieses Labyrinth ist das schwierigste von allen bis jetzt. Ist ja wohl auch logisch. Weil es ist das letzte. Die Kugel manchmal springt, ne? So. Ach, da ist auch noch... Ey, weißt du... Die ganzen anderen Dinger waren so leicht. Dann hau ich hier einmal einen Spruch raus und Karma sagt gleich, hättest du das mal lieber nicht getan. Jetzt werde ich dir hier nochmal 25.334 Minuten deines Lebens klauen. Oh Mann. Noch, komm schon! Mann, das war jetzt schwieriger, als es aussah. So, Bernsteinschädel. Vielen Dank, den schauen wir uns einmal an, dann gucken wir, was er wert wäre. Sehr wertvoll. Okay. Ah, nichts Besonderes halt, ne? So, aber ist hier alles blau, sehr schön. Das habe ich jetzt nur für mein reines Gewissen getan, ne? Aber ich mal alles gesehen habe. Umsehen, tu dir keinen Zwang an. Ja. Kaufen und dann einmal Schätze, Bernsteinschädel, ja, 30.000. Na, meine Güte. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrufen. Oh, du gehst. Na dann. Schon? Machen wir direkt weiter. So, ja. Da war das Labyrinth. Nichts Besonderes. Naja, gut. Dann machen wir jetzt weiter. Worauf wollte ich jetzt eigentlich zurückkommen? Ach ja. Spiel ist ja höchstwahrscheinlich demnächst zu Ende. Komm ich hier durch ohne Probleme? Okay. Danach spielen wir auf jeden Fall noch den DLC. Der wird direkt im Anschluss dran gesetzt.
Und dann müssen wir mal schauen, was wir als nächstes spielen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal wieder eine Abstimmung hochladen. Need for Speed läuft ja auch noch ein bisschen. Also eine Abstimmung im Community Reiter machen. Und dann schauen wir mal, was das nächste Spiel werden wird. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, was jetzt in meiner näheren Auswahl ist. Ihr könnt gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, was es werden soll oder worauf ihr Bock habt. Zwei, drei Sachen habe ich noch im Kopf. Die verrate ich jetzt aber noch nicht. Werdet ihr dann sehen. Dann nehmen wir noch zwei Sachen mit aus der Community mit dazu. Wenn mir bis dahin nichts Besseres einfällt. Und dann lassen wir die Mehrheit wieder entscheiden, was als nächstes kommt. Elden Ring DLC ist ja auch angekündigt. Aber halt noch nicht wann, ne? Und worum es gehen wird. Aber den werden wir auf jeden Fall auch spielen. So, jetzt aber genug gelabert hier. Machen wir weiter. Guck mal, die Kiste jetzt hier ist weg, ne? Hm. Gut, dass wir die schon eingesammelt haben. Hier geht's nicht weiter. Eine Map müssten wir ja haben, ne? Okay, wir laufen jetzt wieder in Richtung Altar. Aber ich glaube, wir kommen nicht zurück ins... Ah, ne. Am Altar sind wir gerade gekommen. Wir gucken nur gerade in die falsche Richtung. Genau. Zeremonienplatz. Da laufen wir jetzt hin. Okay. Ich kann auch nicht rennen. Warum auch immer. Alter. Irgendwas springt mich hier gleich wieder an. Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist ein bisschen belastend, dass ich jetzt gerade nicht rennen kann. Oh, Alter. Lasst mich in Ruhe. Ja, bitte. Aber vielleicht, weil er noch angeschlagen ist. Unter mir. Ah, jetzt kann er auf einmal wieder rennen. Okay. Jetzt sag mal, was hältst du denn aus? Meine Güte. Ah, guck mal, der droppt nicht mal was. Okay, anscheinend ist wirklich dem nichts Ende. Ist auch verdammt dunkel, ey. Kommt her. Irgendwas hinter mir? Nein. Boah, der lebt ja noch. Lass mich mal durch hier. Ich bin Arzt. Ich muss das Geschwür hier wegmachen. Wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Was? Kräfte verlassen mich! Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen!
Nein! Rose ist mein! Was für Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt. Alles klar. Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein. Das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar hier. Ich lass dich nicht davon kommen. Wie wär's hiermit? Okay, war ja fast klar, dass es ein Bossfight werden wird. Hör doch auf. Was denn jetzt? Boah, was? Was ist das denn? Ja, komm, hör auf! Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Genug der Spielchen! Sorry, wenn ich jetzt gerade so bin, ich rede, aber ich muss mich gerade hart konzentrieren. Oh, jau! Nein, stirb du! Komplett austicken lassen. Was macht es da? Du kannst raus nicht retten. Ich kann's aber versuchen. Ey. Wir alle sterben schließlich irgendwann. Oh. Der Arena, die Arena hier ist ein bisschen klein, finde ich. Widerlich, dieser Lebenswille. Stirb und übergib dein elendes Leben dem Gott, ey. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir den Weg verlässt. Den Teufel werde ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Nein, schon wieder daneben. Und das nur für diesen Tag. Warum? Warum stirbst du? Weil ich keinen Bock hab. Macht das überhaupt Schaden? Okay. Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich.
Ethan Winters! War die nicht gerade leer? Ich schieße jetzt mit der stärksten Waffe auf die. Rose! Shh. Alles gut, Rose. Alles gut. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, das ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht. Wiedersehen, Rosemary. Los, los, bring uns hier raus. Warte, wo ist Ethan? Schneller, wir müssen sofort weg. Nein, ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo?
Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris! Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Okay. War ja doch noch kürzer, als ich gedacht habe. Ich dachte, werden jetzt noch ein, zwei, drei Parts. Ja, wie immer, Credits werden durchlaufen. Aber da erzähle ich noch ein bisschen was. Ja, cooles Spiel auf jeden Fall. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall direkt im Anschluss den DLC zocken. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Irgendwas mit Rose hast du nicht gesehen. Whatever. Egal. Ihr werdet sehen. Kommt direkt in der Playlist am Anschluss. Nachdem ich es natürlich aufgenommen habe, wurde bemerkt. Ja, cooles Spiel. Also am schlimmsten fand ich auf jeden Fall hier Donna Beneviento, die Puppentante da. Das war die gruseligste Stelle überhaupt im ganzen Game. Da habe ich immer wirklich in die Hosen gemacht. Der Rest, okay. Ja, wurde zum Ende hin sehr actionreich, aber typischer Resident Evil Teil, würde ich sagen. Coole Sache auf jeden Fall. Freut mich auch ehrlich gesagt, dass ich es endlich mal komplett durchgespielt habe. Hatte ich schon eine ganze Weile auf der Liste. Bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Danke euch dafür, dass ihr euch dazu entschieden habt, dass das Spiel werden sollte. Wie gesagt, Abstimmung kommt. Vielleicht noch nicht diese Woche, vielleicht noch nicht nächste Woche. Irgendwann wird sie kommen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Das ist eine Labyrinth, das fand ich jetzt ein bisschen tragisch. Also nicht tragisch, traurig. Traurig auch nicht. Das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich das verpasst habe. Naja, meine Güte. New Game Plus muss jetzt nicht unbedingt sein. Klar, könnte man machen. Aber was gibt's dafür? So wie das in den Kommentaren stand, ja, halt Waffen, Skins. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Okay, wir haben also die Geschichte verändert, sage ich mal. Die Bilderbuch-Gute-Nacht-Geschichte, die überhaupt nicht gruselig ist. Okay. Naja, warum nicht? So, jetzt habe ich natürlich komplett vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Da habe ich immer ein sehr gutes Talent zu. Ja,
Wie gesagt, DLC wird jetzt das nächste sein. Dann schaut gerne in den Community-Reiter wegen einer Abstimmung fürs nächste Spiel. Ansonsten, ich denke mal, die Abstimmung wird kommen so kurz vor Ende, je nachdem, was zuerst zu Ende ist, Need for Speed. Oder Resident Evil DLC. Weiß ich noch nicht. Je nachdem, was halt zuerst zu Ende laufen wird. Ich hoffe, ich verschätze mich da nicht so wie jetzt hier bei diesem Teil, dass das da wirklich quasi nur noch ein Part ist. Ich hoffe, da sind dann 3-4 Parts dazwischen, dass auch genug Zeit vergehen kann für die Abstimmung. So eine Woche würde ich sie schon gerne laufen lassen. Ja. Dann war es das. Wie gesagt, cooles Spiel. Sollte sich jeder mal anschauen oder spielen, der es noch nicht kennt, beziehungsweise jetzt mittlerweile schon kennt, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, aber der es selber noch nicht gespielt hat, denn selber spielen ist nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung als zu sehen. Wenn man natürlich, so wie ich, eigentlich eher nicht so die Affinität dazu hat, das selber zu zocken, sag ich mal, so Wuselsachen, dann schaut man sich das eher wahrscheinlich lieber an. Resident Evil war, fand ich bis jetzt immer noch nicht so schlimm wie gewisse andere Titel. Von daher ist das noch okay. Mir graut es wirklich vor Dead Space. Weil das, ja. Naja. Das ist, da wird der Gruselfaktor einfach nochmal um das Dreifache erhöht. Mindestens. Naja. Gut, dann halte ich jetzt hier meine Klappe. Ich lasse die Credits noch komplett durchlaufen. Und dann sage ich einfach an dieser Stelle schon mal recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen und dranbleiben. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, dann sehen wir uns nicht in der nächsten Folge von Resident Evil Village, sondern in der nächsten Folge von Resident Evil Village DLC. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Setzt den jetzt sinnbildlich hier einfach ein. Wieder. Oder bei einem anderen Video. Vielen Dank. Haut da rein.
Planeten? Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Na, da kam ja doch noch ein bisschen was, wa? Cool. Da ist mir glatt doch ein kleines Tränchen gekommen. War ein bisschen ergreifend. So, dann sehen wir noch schnell das Ergebnis. Ergebnisschwierigkeit Standard. Abschlusszeit 13 Stunden, 46 Minuten und 25 Sekunden. Schwierigkeitsgrad, Dorf der Schatten hinzugefügt. Ein neuer Schwierigkeitsgrad ist verfügbar. Er kann beim Start eines neuen Spiels ausgewählt werden. Okay, Inhalte im Bonusmenü freigeschaltet. Folgendes wurde dem Bonusmenü hinzugefügt. Boni-Shop, Concept Art, Modell, Herausforderung. Herausforderung und Boni-Shop. Schließen Sie die im Menü Herausforderung gelisteten Herausforderungen ab, um Abschlusspunkte zu erhalten. AP können im Boni-Shop gegen eine Vielzahl von Boni eingetauscht werden. Unter anderem eine neuen Spielmodus, Waffen, Konzept, Art und Modelle. Okay, neuer Film hinzugefügt. Folgende Filme wurden im Bonusmenü unter Filme hinzugefügt. Village of Shadows in voller Länge. Die Entwicklung von Village of Shadows, das Level-Design von Resident Evil Village, die Entwicklung des Visual in Resident Evil Village, die Produktion der Visuals in Resident Evil Village. Okay, Spezialwaffe, Glückwunsch. Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Boni-Shop folgende Waffen erwerben. BCX, was auch immer das ist. Herausforderung abgeschlossen. Sie haben folgende Herausforderung abgeschlossen. Die erhaltenen Abschlusspunkte können Sie im Bonus-Shop gegen Bonusobjekte eintauschen. Meine Güte, ich wollte den Part jetzt langsam beenden. Keine Likes für Likens. 4 Giraffen. Blutige Angelegenheit. Gerissene Bande auf dem Trockenen. Besser spät als nie. Was ist denn hier alles dabei?
Okay. 86.510 AP jetzt schon gesammelt, okay. Als abgeschlossenes Spiel speichern. Beim Laden dieser Daten können Sie dann ein neues Spiel starten, bei dem ein Teil des Fortschritts aus dem abgeschlossenen Spiel übernommen wird. Speichern. Daten für das abgeschlossene Spiel erfolgreich gespeichert. Danke. Jetzt sind wir durch. Der Bildschirm hat sich auch verändert. Ein bisschen. Gut. Dann trotzdem jetzt nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.